Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Und der kann seinen Körper einsetzen wie kaum ein anderer. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Die Nummer 27, Nicolas Höfner. Es ist immer wieder interessant, zwischen welchen Vereinen es Fanfreundschaften gibt. Die BVB-Fans beispielsweise sind eng mit den Fans von Celtic Glasgow verbunden. Ja, das entstand zum einen aus den Duellen der beiden Vereine, zum anderen auch durch die Spieler, die bei beiden gespielt haben. McLeod in den 80ern, Lambert in den 90ern. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Und so tritt der BVB heute also an. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Die Gäste versuchen es gerne mit Kurzpassspiel. Sehen wir immer wieder, und das kann unglaublich frustrierend sein, wenn sie dann mal so richtig ihre Angriffe aufziehen. Ganz cool, ganz geduldig. Der Ballverlust. Manuel Akanji. Emre Can. Reus jetzt. Steilpass kommt von Reus. Ganz gefährlich. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So entstand dieses Tor. Marco Reus mit dem klugen Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Dahoud. Da ist Reus. Reus jetzt am Ball. Erling Haaland. Dahoud. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Jadon Sancho! Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Höfler. Griffo. Viel mit Auge. Das könnte es sein. Und die Balleroberung, wichtig. Da müssen sie aufpassen jetzt. Dortmund verliert den Ball. Roland Salai. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Den spielt er wieder zurück. Höfler. Ermedin Demirovic. Vincenzo Grifo. Mats Hummels macht zu. Gutes, frühes Stören. Jadon Sancho. Emre Can.
Jadon Sancho. Schön dazwischen gegangen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Super Tackling. Reus. Dahoud. Klasse Pass. Und jetzt Reus. Jadon Sancho. Jetzt haben sie den Ball wieder. Toll gemacht. Vorbei am Verteidiger. Günther. Pass auf die Außenbahn. Vincenzo Grifo. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Emre Can. Dahoud. Da erobert er den Ball. Gefährlich jetzt. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Zweite Hälfte läuft. Borussia Dortmund liegt vorne. Manuel Akanji. Am Ball ist Meunier. Meunier. Dahoud. Emre Can. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Emre Can, Reus, Jadon Sancho, da ist Reus, Dahoud, Emre Can, kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Dahoud und Reus. Emre Can. Erling Haaland. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Marco Reus. Emre Can. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und Reus. Sie suchen die Lücke. Emre Can. Die Chance jetzt. Der Ball kommt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Neu im Spiel, die Nummer 19, Yannick Haberer. Guerrero mit der Ecke.
Sieht gefährlich aus. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gut aufgepasst vom Torwart. Griffo. Die Gäste werden wechseln. Das könnte eine Gelegenheit werden. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Jetzt Marco Reus. Dahoud. Jadon Sancho. Guter Ball vom BVB. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors. Da ist der Doppelpass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 9, Erling Haaland. Und da ist der Ball wieder weg. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Die Nummer 8. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Die Nummer 6, Thomas Delaney. Griffo. Ermedin Demirovic. Vielleicht der Anschlusstreffer. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Jetzt ist hier noch mal richtig Feuer drin. Noch ein Tor. Dann packen sie den Ausgleich. Dass die hier noch mal zurückkommen, das ist Wahnsinn. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Und es bleiben noch 5 Minuten. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung, was erwartest du von der Schlussphase? Dortmund muss noch mal alles aus sich rausholen, muss alles aufbieten. Der Sieg steht noch nicht fest, aber alle fiebern, bibbern mit. Sie bangen um den BVB. Aber es sieht ja gut aus. Also weiter. Es gibt einen Wechsel. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Griffo. Jonathan Schmid. Das Spiel ist aus. Damit steht's fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?
Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Reus jetzt. Steilpass kommt von Reus. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie. Der Ball kommt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Dahoud, Jadon Sancho. Guter Ball vom BVB. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung, sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Vielleicht der Anschlusstreffer. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend.